So, da gehen wir mal kurz in den Keller, gucken, wie sich der Goblin so macht. Quark? Quark, jetzt erstmal schauen. Okay. Hoffentlich werden Quark und der Wühlschrat gute Freunde. So, das heißt jetzt die Händler abklappern. Nee. Bios Platz. Welcher Händler könnte Zuckerstangen verkaufen, ist die gute Frage. Also ja, Gräber Rappelbusch und die Händlerin da oben. Es waren 10 Mausefallen, gell? Questbuch. Genau, Tollwünsche. 10 Zuckerstangen. 10 Mausefallen, 9 Zinnfiguren und 12 Murmeln, ja. Okay, Bolzen und so weiter. Seife, Wolfsfutter, Räuberemblem. Da sind schon mal 2 Mausefallen. Nochmal 2 Mausefallen. Vier Murmeln und nochmal 2 Mausefallen. Jede Menge Schrott, den ich so in Moorbrück gesammelt habe. Unter anderem Schmiedehämmer. So, das heißt, es fehlen noch 8 Wurbeln, 2 Mausefallen. Und die Zuckerstangen. Hm. Was verkauft Laureli nochmal? Laureli. Keine Murmel, leider. So, du verkaufst Mausefallen. Davon brauchen wir aber nur 2 Stück. So, danke. Ich versuche mein Bestes. Das heißt, Mausefallen und Zinnfiguren haben wir schon mal. Was ist mit euch? Komm, spick. Nichts Neues bei euch. Mal gucken, der Jäger und der Holzhändler. Murmeln könnten wir vielleicht auch noch. Ich glaube nicht, dass ich ein Rezept für Murmeln habe, oder? Mhm. Bei Murmeln gelten ja auch als Falle. Tretet. So, du hast nichts. Okay. Ihr wünscht. Du hast auch nichts, was wir brauchen. Das steht ja halt auch nicht. Welcher Händler die Zuckerstangen verkauft, leider. Städterinnen, Spieß Effing, die zwielichtige Person, hat vielleicht Murmeln noch für uns. Jetzt lustig, dass der hier direkt neben der
Wachstube haust. Ah ja, zwei Wurmeln. Lass das mal Vorgrim machen. Ob eine Alchemist die Zuckerstangen verkauft? Gucken wir einfach mal. Wenn nicht, müssen wir die Stände auf der in der Grafenstadt aufklappern. Außer unser lieber Dankbar hat vielleicht Zuckerstangen eben jetzt im Sortiment. Nandus zum Große. Mutelixier, Intuitionselixier, aber keine Zuckerstangen. Da würde sie die Grafenstadt gehen, aber ich will erstmal noch die anderen Stände abklappern. Tretet näher. Ja. Nichts hier. Nichts hier. Okay. Du bist ein Waffenhändler. Du bist Grator Helmbrecht. Was hast denn du denn verkauft? Ach, Rüstungen. Okay. Oh, hier ist noch eine Händlerin. Die verkauft aber nur Tücher. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt in den Hafen. Hafen und dann Grafenstadt. Weil wir müssen mit Stirnbrand reden. Es könnte sein, dass es einen neuen Händler in den Blutbergen gibt, der die Zuckerstangen verkauft. Weil ich glaube nicht, dass sie das Inventar von den Händlern hier gebordet haben. Wo bin ich denn gerade? Ja, auf dem richtigen Weg. Störebrand. Kann ich euch behilflich sein? Ich benötige dringend ein paar komische Amazonen. Da ihr auch damit handelt, hatte ich gehofft, einige bei euch zu erstehen. Grundsätzlich handelt das Haus Störebrand natürlich auch mit dieser Ware. Leider haben wir zurzeit keine Kosch-Amazonen vorrätig. Wir warten schon seit einiger Zeit auf eine neue Lieferung, aber anscheinend hat sich der Lieferant verspätet. Das ist allerdings dumm. Ihr wisst nicht, wann er eintreffen könnte. Leider nicht. Aber wie wäre es, wenn ihr ihm entgegenreisen könntet? Vielleicht steckt er in Schwierigkeiten und außerdem kommt ihr auf diese Weise auch schneller an die Ware. Er kommt aus Richtung Nadoret. Möchtet ihr sofort aufbrechen? Ich komme mal anders mal wieder. Ich will einen Quicksave machen. Nadoret. Ha, interessant. Seid ihr... Ja. Richtung Nadoret. Neues Gebiet? Die haben tatsächlich hier ein Gebiet reingemoddet. Okay.
Okay. Irgendwie. Ja. Groß scheint es nicht zu sein, das Gebiet. Seht, dort vorn, der Planwagen. Da muss etwas passiert sein. Ja, der vermisste Lieferant. Immer an Störebrand erwartet eine Lieferung Kuschermannzungen, die sich jedoch bereits erheblich verspätet hat. Ich habe ihm angeboten, dem Lieferanten entgegenzureisen und einmal nach dem Rechten zu sehen. Ich habe den beschädigten Wagen des Lieferanten gefunden. Irgendetwas muss ihm zugestoßen sein. Ich sollte mich in dem Gebiet mal näher umsehen. Dann sehen wir uns das mal genauer an. Ja, Pferd und Fuhrwerk. Und ja, wie gesagt, die ganzen Bären und so ignoriere ich einfach mal. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Da hinten ist auf jeden Fall was oder jemand. Also ja, der Wagen. Ist recht im Eimer. Ork-Krieger inklusive einem Ogre-Anführer. Okay. Bitte, wollt ihr mich veralbern? Das ist ein Ork-Krieger. Oh, und Shabade ist auch dabei. Ja. Gut. Machen wir uns nochmal auf den Weg dorthin. Also hier lang ist der Wagen. Oh, da gibt's nochmal ein Kristall. Beeren. Also Erz und Kristalle und Beeren. Okay. Das können wir aufheben. Ein Bär ist instant aggro auf uns, der andere will noch nicht so wirklich. Ja. Folgt mir. Okay. Meint ihr? Arquatus. Sprich, Freund. Yandra Aikara. Na klar. Ja. Aufgepasst. Na gut. Tut mir leid, Bären, aber ihr seid mir zu aggressiv. Viel zu aggressiv. Da musste ich leider was gegen euch unternehmen. Sanya.
So,